Was können wir denn jetzt noch? Interessantes an Munition machen. Was uns jetzt in der ersten Zeit erstmal hilft. Ja, Shotgun Shell Shooting Speed, super, aber ja. Ich weiß leider nicht, was, also ich weiß, was Rampage meinte mit diesen Kugeln. Hier oben sind sie ja. Poison Capsule und Slowdown Capsule. Meintest du die? Die gibt es nämlich beim Military. Sein. Und da gibt es dann auch eine Combat Shotgun, die macht, die ist noch geiler. Laser Turret Damage 1 ist erforscht. Das haben wir schon mal durchgemacht. Lass uns doch mal hier die Dings machen, Military 3. Dann gibt es, wie gesagt, diese Poison Capsule, die halt dann auf einem großen Gebiet Giftschaden macht. Dann gibt es eine Slowdown Capsule, die halt eben Gegner verlangsamt. Mhm. Und halt eben dann eine Combat Shotgun. Da haben wir die zumindest schon mal erforscht. Ich drück da mal auf den Knopf, ja? Ja, mach das mal. So. So, eine Dingsgun bitte. Eine. So. Die Shotgun Shell gehen ja nur in der Shotgun. Ja. Richtig. Fuck, komme ich denn hier nirgendwo mehr an Wood ran? Muss noch mal gucken. Ob ich hier nirgendwo mehr Wood habe, was ich abholzen kann. Das hier wird doch nicht hier auf dem Platz. Jetzt gehe ich hier mitten aufs Kohlefeld oder was? Komme ich da dran? Nee, komme ich natürlich nicht dran. Mal eben hier oben gucken. Nee, da ist auch Ende im Gelände. Ende Gelände? Ende Gelände und da oben brauche ich gar nicht hingehen, weil... Ach Mann, ey. Das ist natürlich kacke, wenn man sich so verdaddelt, ne? Was ist denn das hier? Bist du nochmal Steam Engines am Bauen oder was? Yes. Ah. Kannst du mal freundlicherweise kurz hier vielleicht noch ein bisschen Kohle aufnehmen? Wenn du hier mal. Ja, ich komme zu dich. Boah, das wird so eine richtige Gewuselfolge. Ja, definitiv. Hier alles in, sei mal so gut, nimm mal bitte hier die aus der Kiste und nimm mal die ganze Kiste bitte auf. Hm. Genau. Dann stell die mal irgendwo wieder hin. Ne, warte. Nee, irgendwo ist jetzt zu unpräzise, ich weiß. So. Stell die mal freundlicherweise hier hin, wo ich stehe. Genau. Dankeschön. Mhm. Da hervorragend. Ist nichts drin. Da ist Kohle drin ohne Ende. So, why you no work? So, ihr seht, Billy ist gerade ein kleines bisschen am Verzweifeln. Ein wenig. Was passiert denn, wenn ich so eine Granate schmeiß? Macht Bumm. Ja. So, aber für die Laser-Turrets brauche ich ja auch noch die grünen und Steel. Ich baue jetzt noch mal ein paar Laser-Turrets. Ach, da unten. Ich habe jetzt schon gerade Panik geschoben wegen den Kisten. Alles klar. Ja, das war wieder sehr intelligent. Ich bin so doof. Oh mei. Es ist... Ach, Ramp. Es ist... Ja. Ja. Brauchen wir erstmal alle. Ich muss mal eben rauchen. Ich muss irgendwie was überlegen. Ich muss mir irgendwas einfallen lassen. Das ist ja für so einen Frauenkopf nicht einfach, ne? Und dann eine Zichte dazu, das beruhigt, sagst du. Ja, klar. Und jetzt mache ich mal eben hier drei Granaten und guck mal, was die Dinger können.
Soll ich den Knaller zünden? Genau. So, grüne Chips irgendwie no good. Warte mal, hier unten haben wir doch noch. Wie kann ich die überhaupt? Muss ich die einfach nur wegwerfen oder was? Ich glaube, ja. Okay, das probiere ich dann gleich mal direkt aus. Muss ich hier noch ein bisschen Zeug sammeln. Ich dachte, der baut sich die Subkomponenten immer selber. Nimm mal hier das Speed-Modul raus, weil wir brauchen jetzt Solarpanels erstmal nicht. Ach, ich Idiot, das habe ich hier Iron Chests gebaut. Meine Güte, ey. Hingucken, Junge, hingucken. Okay, es fehlen also hier Steel-Dinger. Können wir uns. Warte, die waren doch hier unten irgendwo. Hahaha. Ha, ha. Jetzt, 1, 2, 3. Laufen wir gleich hier lang. So, dann noch ein paar Batterien wieder mitnehmen. Und los geht's. So, jetzt brauchen wir noch ein paar. Na auf. Copacabana. Copacabana, genau. Dann brauche ich noch mal ein paar Poles. Ja, komm, scheiß drauf. So, Billeke nimmt das noch mal in Angriff jetzt. Ich mache mir aber hier eine Kiste, dass wenn ich sterbe, nicht mein ganzer Scheiß wieder weg ist, den ich okay mit hatte. So, habe ich denn hier so eine kleine Iron Chest? Ist auf jeden Fall satt. Dann nicht vergessen zu speichern. So, was fordern wir denn hier an? Göhle. Und ich nehme hier noch ein bisschen Muni mit. So, was war das jetzt? Shift links, Shift rechts? Nee. So. Shift rechts, Shift links. Ja, ich kann mir das immer nie merken. Oh, für das Heavy Armor brauche ich noch mal eben was. Köpperchen. Hä? Noch ein paar Copper Plates. Ach so. So 100 Stück. Mann, ey. So. Die Dinger tun jetzt auch. So, habe ich jetzt genug? Jo. Dann mach mir noch mal ein Armor, bitte. Alter, ich komme immer durcheinander. Himmel, Arsch und Zwirn. Ich bin am Bauen und ich gehe noch mal hier die Verteidigung mal ein bisschen jetzt hochziehen. Gucken wir mal, ob das so funktioniert, wie ich das mir vorstelle. Ja, die Typen da hinten. Ja, ich bin ja echt mal gespannt, wie ich einen so ein Ding hier schmeißen kann. Eine Granate. Granate, Renate. So, machen wir hier nochmal einen. Was haben wir denn? Okay. Wir haben jetzt ungefähr 30 Roboter, die nichts tun. Und meine Kiste kommt dann hier hin. Da platziere ich mal eben was rein. So, du. Und was brauche ich jetzt noch? Ich bräuchte vielleicht noch mal den ein oder anderen Pöller. Ein Pöller? Genau, den ein oder anderen Pöller. Munition habe ich. Sisi. Sisi. So, dann haben wir noch mal 25 Roboter. Mir gleich hier in die Hose, ne? Wieso das denn? Ja, weil ich jetzt hier gleich alleine rausgehe. Was, wieso das denn?
Oder kommst du nochmal mit? Ja, sicher. Hallo, ich kann dich schon nicht alleine lassen. Der eine Turm kommt hier eigentlich recht gut klar. So, pass auf, bevor wir rausgehen, tue ich aber nochmal eben die Möhrchen. Ja, tu mal nochmal die Möhrchen. Das finde ich gut. Pack hier nochmal die Sachen rein. Ach, was mache ich denn für einen Scheiß? So, pack nochmal die Sachen rein und es wird nochmal gespeichert. Hammer. Safe Game 18. Du bist Hammer. Hammer, Hammer. Ja, sollen wir nochmal kurz? Ja. Warte, ich kann ja auch noch eine Kiste hier hinstellen. Oh, warte. Ich muss einmal kurz hier, ich stelle mal eine Kiste hin und da kommt mein ganzer Scheiß dann rein. So. So. Gut, warte, dann speichere ich da auch noch mal kurz. Safe Game 18. So. Piu, 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 piu. Oh, der ist schon ganz schön im Arsch, der Turm. Warte mal. Der Pole geht bis da. Hast du ein hast du ein Dingswerkzeug dabei? Nee. Eben schnell reinrennen, Moment. Hast du eins in der Kiste liegen, oder? Nee, ich habe gar keins dabei. Okay. Warte. Den Pole. So, einmal schnell wieder zurückrennen. Warte, ich hab jetzt Dings dabei, Reparatur. Hier, Werkzeuge. Reparatur. Reparation. So. So, super, die kommen. Los, Junge, komm, komm. Oh, der Spitter ist gleich down. Oh, ja. Alter, da oben hier, der Junge sieht nicht gut aus. Nice, erste Basis ist down. Ja? Ja, und da liegen diese rosa Mumpeln, die da rumliegen? Kann ich jetzt? Siehst du die? Wie wird die Granate geschmissen? Einfach irgendwo hinzielen, oder wie? Nee. Nee? Nee, nicht wirklich. Oh, fuhr, guck mal hier unten. Das ist ein großes Gerät hier unten. Da sind noch Spitter mit bei. Mama, schieß doch! Wow. Aber hier unten sind auch Spitter mit bei. 1, 3 Spitter mindestens. Was, wer greift hier an? So, haben wir hier noch irgendwo Wood? Die Musik dazu ist gerade ein bisschen geil. Hier oben ist Holz. Hier oben ist ein bisschen Holz. Okay. Alter, und hier oben ist auch ein bisschen Basis. Uah, scheiße. Kannst du... warte mal eben, jetzt habe ich natürlich die ganzen Sachen nicht mit dabei. Was denn? Ich müsste noch mal ein paar Poles bauen, damit ich die ganze Scheiße einmal noch verlängern kann. So, wie war das jetzt mit den Poles? Magst du mal vielleicht mir ein bisschen zu Hilfe kommen nochmal irgendwie? Ja, ich komme. Dann packe ich die Scheiße aber nochmal eben weg. Moment. Ja. Weil ich will nicht die ganzen 129 Batterien und den ganzen Kram verlieren. Warte. So. Ist halt aufregend. Wo ist das Zwiebelchen? Oh, Mama! Wo bist du? Oh! Mama! Ah, ich bin tot, kannst vergessen. Alte Scheiße, da oben ist nämlich Holz. Rette dich, Rübe! Nicht stehen bleiben! Da hast du keine Chance. Kommt her! Ja. Kommt alle zu Mama. Ja, kommt alle zu Mama. Wunderbar. Jetzt ist meine Wumme auch schon wieder weg. Ach, verdammte Kacke.
Habe ich meine Flinte schon wieder verloren? Habe ich ein Repair-Tool? Warte, ich... Nee, die hier unten, glaube ich, liegen welche. Ach, hier, Repair-Kits brauche ich die grünen und die Iron-Dinger. Okay, warte mal, dann... Geh mal hier, komm mal hier, geh mal hier zu diesem Roboport, wo ich bin, hier oben. Da kannst du dir gleich welche rausnehmen, da musst du die nicht erst craften. Wir kriegen so ein kleines bisschen gerade geschüsselt. Ja. Ich brauche nochmal eben die grünen. Komme ich hier oben raus oder sind ja oben wieder das Leder-Arschloch-Alarm? Dann kann ich in der Zwischenzeit nämlich nochmal eben so ein kleines bisschen was bauen. Guck, mit der Pistole werde ich wahrscheinlich nicht weit kommen, wa? Nee. Alter, ihr seid da so eine Pissnelken, echt? So, Moment, Zwiebelchen, ich komme sofort. Ah, Repair Pack, kann ich mir jetzt welche machen? Dann nehme ich mal eben ein paar von mit. Ist ja klar. Brauchte ich noch. Ich brauchte für die Pöller Big Electric Pole. Brauchte ich noch die Steel Plate. Dann kann ich da nämlich auch noch welche durchlaufen lassen. Ja. Ah, das kriegen wir gewuppt, Junge. Das kriegen wir gewuppt. Ich sag dir das. Ich hab das im Urin drin. Was ist das in Urin? Also ich habe jetzt 8-mal Raw Wood. Was können wir uns mit 8-mal Raw Wood machen? Wahrscheinlich können wir uns ein paar Zahnstocher draus schnitzen. Ja, wichtig ist, dass du da direkt die, Shotguns von machst. Zwei Stück. Pass mal auf, pass mal auf jetzt. Jetzt geht es mal hier richtig los. Wood. Wood. Wir können 8-mal Wood machen. Zumindest, dass einer von uns schon mal eine Shotgun hat. Ja, das geht aber noch nicht. Da brauchen wir nämlich 10-mal Wood. Okay. Und das passt, glaube ich, noch nicht. Nee, da fehlen noch 2-mal Wood. Steelplate brauche ich noch mehr. So. Doch, eine könnte ich bauen. Mhm. Soll ich mal tun? Ja, bau dir auf jeden Fall eine. Haben wir hier noch irgendwo eine Produktion mit Steelplates? Oder haben wir nur die da unten? Steelplates, nee, da oben ist auch noch Steelplates was, werden hier noch gemacht für die Munition. Ah. Aber die geht nicht über eine Kiste, die geht direkt in die Fabrik. Ja, ja, ich bleib mal hier unten nochmal eben stehen. Ich habe hier ja auch noch eine für die Solarpanels. Die brauche ich ja momentan gar nicht. Okay. So, jetzt habe ich hier meine Combat Shotgun. So. Und wenn du willst, mit der Combat Shotgun kannst du ja die Shotgun Shells machen. Ja. Genau, für zwei reicht es nicht, weil du brauchst da nämlich 5 je Shotgun. Genau, so, wir gucken mal. So, 100 rote Tränke, das können wir machen. Shotgun Shooting Speed, das machen wir mal. Das dürfte auch nicht allzu lange dauern. 100 rote Tränke haben wir auch. Genau. So, und danach können wir nämlich, da können wir dann mal diese Shooting-Dinger da ein bisschen weitermachen. Was hältst du denn davon? Ja, mich würde es interessieren, wie wir... wir können die Poison Capsule machen, aber wie wir die werfen, würde mich mal interessieren. Ja, ist eine gute Frage. Weil das habe ich noch nicht rausgefunden, wie ich die werfen kann. Okay. So, ich mache noch mal 2 weitere Turrets. Würde mich dann noch einmal rüber begeben. Ich habe ja jetzt Repair Kits, das heißt, ich kann da schon mal die Turrets noch mal reparieren gehen. Ja, oder ich baue einen Roboport und dadurch haben wir dann dementsprechend eine höhere Reichweite. Okay. Was ist denn der? Jedes Mal gucke ich hier rein wie so ein Schwein ins Uhrwerk. Alter, der kostet 45 rote Circuits, das ist teuer. Aber wieso habe ich die denn jetzt abgebaut, ich Nudel? Ich weiß es nicht. Gut, dann nehmen wir die mal mit. Also interessant, wie wir schon bei 42 Minuten sind und irgendwie hier nicht wirklich
nicht wirklich weiterkommen, nee. Ne? Rampage meinte ja auch, wir müssen dringend mit unserem Öl irgendwie vorwärts kommen, dass diese Sache mit diesen Zwischentanks und dem Abreißen auch keine sehr praktikable Lösung ist, sondern auch nur immer so eine Notlösung, so ein Notbehelf ist. Und von daher haben wir doch einige Baustellen, die wir bedienen müssen. Ja. So, wir haben jetzt mittlerweile, wie viele Roboter haben wir jetzt? 301 Roboter.